Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Zack McCracken Sudala. Was machen wir denn heute? Wir könnten jetzt entweder mit unserem Zack hier ein bisschen durch die Welt fliegen und uns umschauen, oder wir gehen nochmal zum Mars und gucken, was wir auf dem Mars mit der Leiter machen können, die wir jetzt gefunden haben, und dem Besenwesen. Ich glaube, ich gehe lieber auf den Mars. Aber erst niesen. Okay. Leslie. Leslie ist die mit dem ganzen Zeug. Helm, Cashcard, Münze, Besenwesen, Leiter. Aber was machen wir mit dem ganzen Zeug? Ich muss mal mit was ist hier ein bisschen durchscannen. Tür. Warte mal. Knopf. Knopf, Knopf. Tüt, tüt, tüt. Landeplatz. Okay, warte mal. Drücken, Knopf. Ist zu weit weg. Aber was, wenn wir das Besenwesen benutzen? Benutze Besenwesen auf Knopf. Es ist trotzdem zu weit weg. Aber was, wenn wir die Leiter benutzen? Leiter benutze auf Knopf. Schade. Leiter benutze auf Tür. Aha. So. Und jetzt drücke Knopf. Drücke Knopf. Drücke Knopf. Okay, das geht wohl noch nicht. Also da kenne ich wohl die Reihenfolge noch nicht, oder? Da muss es wohl irgendwie eine richtige Kombination geben hier. Schade. Besenwesen. Können wir mit dir was machen? Ich finde übrigens den Namen Besenwesen für das Besenwesen echt gut. Das gefällt mir wirklich gut. Das Wesen mit dem Besen. Nein, ich bin das Wesen mit dem Besen. Ich bin das Wesen mit dem Besenwesen. Und wenn sie dann tot ist, bin ich das Wesen mit dem Besenwesen gewesen. Toll. Der sieht ja nicht sehr freundlich aus hier, der Mars-Imperator, der da in Stein gemeißelt ist. Okay, ich schätze, irgendwo kriegen wir eine Kombination. Irgendwo kriegen wir 1, 2, 3, 3, 2 oder irgendwie sowas. Muss ich mal drauf achten, wenn irgendwo drei Leute, drei Farben, drei Vögel mir irgendwas vorgeigen, muss ich das notieren. Muss ich echt drauf achten. Aber gut, dass wir das gefunden haben. Das könnte noch wichtig werden. Okay. Aber sonst können wir hier jetzt nicht ma nichts machen, ne? Und ich schätze jetzt mal auch, dass uns das Besenwesen auch beim Monolith nicht besonders helfen wird. Ich möchte noch mal ins Shuttle schauen. Steuerung, Radio, Anzeige, Rekorder, Handschuhfach. Wegen der Datsette. Benutze Datsette mit Rekorder. Weil die passt da rein, aber irgendwie kann ich nichts damit machen und ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Lies Anzeige. Alles steht auf Null. Radio. Benutze Radio mit. Ach so, das weiß ich nicht. Rekorder. Benutze Rekorder mit. Besenwesen. Weiß ich es auch nicht. Aber die Datkassette kann ich jetzt nicht mit dem Radio benutzen. Doch! Und jetzt benutze Radio mit Datkassette. Lies Radio? Da gibt's nichts zu lesen. Schalte ein Radio. Funktioniert nicht. Okay, aber warte mal, jetzt passt auf. Nimm
wo denn? Bitte nimm nochmal die DAT-Kassette. Benutze DAT-Kassette an Rekorder. Schalte ein Rekorder. Wiedergabe. Hui, affenscharfer Sound. Razer ist absolut gut drauf. Alles andere ist dagegen Lärmschrott. Okay. Ich schätze mal, das ist nur ein Gag, oder? Nimm. Hey, aber jetzt fällt mir was ein. Was ist denn, wenn wir mal Melissa nehmen und da reingehen? Ahahaha, tatsächlich. Melissa kann die Boombox nämlich mitnehmen, den Rekorder. Aha, die andere durfte das nicht. Der ist hoffentlich offen, der Sauerstoffhahn, oder? Nun ist mein Sauerstofftank voll. Wechseln wir nochmal zu Leslie. Jetzt haben beide wieder einen vollen Sauerstofftank. Da gibt es zwar keine Anzeige und nichts, aber gut. Naja, dann bleibt ihr zweimal da im Schiff, wo ihr seid. Und wir wecken mal den Busfahrer mit unserer Tröte. Benutze. Ich finde die Sachen immer nicht. Wo ist denn unsere Cash-Card? Ich habe bestimmt schon drüber gescrollt. Nun, das ist keine Freifahrt. Ja, wenn ich meine Cash-Card nicht finde, er muss doch sehen, wie ich in den imaginären Taschen meines hautengen Taucheranzugs nach dem ganzen Zeug suche. Ach so, ja, nicht öffnen, sondern hier, benutzen. So, wo fliegen wir hin? Lima, Mexiko, Miami, Seattle. Von London aus kommt man nochmal an ganz andere Orte. Wo waren wir denn schon? In Seattle war das Eichhörnchen. Ich flieg mal nach Lima. Kostet ein Tausender. Naja, gut. Fliegen wir nach Lima. Los geht's. Was soll's. Oder? Einen angenehmen Flug später. Willkommen in Lima. Haben die in Lima einen Flughafen mitten im Dschungel gebaut? Darf ich das so verstehen? Was ist? Der Vogel ist was. Okay. Ein Schild. Ein Futterplatz. Ich lese mal das Schild. Gehe zu alter Inka-Vogelfutterplatz. Nur mit trockenen Brotkrumen füllen. Das machen wir auch gleich. Ich will nur ganz kurz hier schauen. Ach so. Hier geht's nicht weiter, aber hier ist ein riesiger Alien im Hintergrund. Okay, ich speichere vorsichtshalber mal zwischendurch. Speichern. Hä? Überschreiben. Benutze. Brotkrumen. In Futterplatz. Tada! Und wenn jetzt der Vogel kommt... Kommt der Vogel? Ja, er kommt. Und jetzt guckt. Blauer Kristall, oder? Benutzen auf Vogel. Ich kann doch jetzt irgendwie mit Tieren reden oder irgendwie sowas. What? Ach, wir sind jetzt der Vogel. Wir können die Kontrolle über Tiere übernehmen. Das ist ja noch besser. Was machen wir jetzt? Fliege zu große Schnitzerei. Oh, jetzt spielen wir hier einen
Lilith Wars Abschnitt oder wie? Eine Schriftrolle. Nimm. Kann der kleine Vogel die Riesenschriftrolle nehmen? Ah, tatsächlich kann er. Fliegen wir mal noch ins andere Auge. Oh, was ist denn das da? Ein Kandelaber. Den können wir wahrscheinlich erstens nicht nehmen, zu schwer. Und zweitens nicht anzünden. Da müssten wir jetzt wahrscheinlich... Da müssten wir jetzt wahrscheinlich Zack sein oder so. Vielleicht kommen wir da später irgendwie nochmal hin. Ich weiß es nicht. Aber da können wir als Vogel jetzt anscheinend nichts machen. Zu Zack. Ah ja, jetzt sind wir wieder Zack. Und wir sagen, uff. Das war vielleicht ein Erlebnis. Okay, Elise, wir haben wir jetzt die... Oh nein, wir haben jetzt die Schriftrolle gar nicht, oder? Ah, bin ich blöd. Oh oh, Aliens. Slothric hab ihn verpasst. Genau, die reagieren ja auf den blauen Kristall, ne? Da muss ich, glaube ich, immer aufpassen, wenn ich den benutze. Oh! Was zur... Weil ich habe mir jetzt die Schriftrolle nicht gegeben, glaube ich, ne? Die hat jetzt wahrscheinlich immer noch der Vogel. Ah, ich bin so blöd. Na, den kriegen wir schon. Den Vogel machen wir fertig. Zur Not, ich habe zum Glück vorher gespeichert. Ah, okay. Immerhin. Rübenzahn. Ich habe das Gefühl, das hier ist einfach komplett zufällig. Einfach immer irgendwie... Ah, guck, der Vogel ist noch da. Warte mal. Nimm Vogel. Nimm ab Vogel. Okay. Ich muss mal ganz kurz einen riesigen Kater vor meinem Bildschirm entfernen. Katerchen, ich muss hier was lesen. Okay, blauer Kristall. Blauer Kristall benutze. Blauer Kristall Vogel. Mir wird schwindelig. Ich gehe mal darüber und dann sterbe ich. So, und jetzt gib die Schriftrolle zu Zack. Und jetzt zu Zack. Und jetzt gehen wir wieder ganz schnell, Zack. Kannst du noch so uff sagen? Ab in den Dschungel, damit wir nicht von Aliens gefangen werden. Und jetzt haben wir irgendwo die Schriftrolle, die ich jetzt mal lesen werde. Ich kann es nicht lesen. Es ist in einer bizarren Sprache. Okay. Aber wir haben jetzt hier eine Schriftrolle. Ich meine, da ist jetzt immer noch ein anderes Rätsel mit diesem anderen Auge, ne? Aber keine Ahnung, jetzt haben wir mal eine Schriftrolle in einer bizarren Sprache. Ob das der Guru, der Golf-Guru zum Beispiel für uns lesen könnte? Wer weiß. Schauen wir mal von wohin wir von hier aus fliegen können. Mexiko oder San Francisco. Ich glaube, in Mexiko waren wir noch nicht. Also fliegen wir mal dahin. Ein total miserabler Flug später, okay. Ich habe ein bisschen mit dieser Höhle. Ich bin mir unsicher, ob ich mich da vielleicht hätte besser umschauen sollen. Aber wird schon passen. Auf nach Mexiko. Oh, Mexiko ist auch ein Dschungel. Okay. Mal schauen, ob der auch zufällig ist und man hier einfach ein bisschen rumklickt und dann kommt man irgendwann irgendwo hin. Ich habe jetzt... Moment mal. Ach so.
Der Alien kommt jetzt erst Stunden später, nachdem ich von Lima nach Mexiko geflogen bin. Wo in Mexiko bin ich da eigentlich? Mexiko ist jetzt auch nicht so klein. Ich weiß nicht genau, wo Dschungel ist in Mexiko. Oh, hier geht's nicht weiter. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet? Heilige Kartoffel. Wollen wir da reingehen? Ich muss mal auf was ist gehen. Dschungel? Tempeleingang. Ja, gehen wir zum Tempeleingang. Wow. Das sieht voll cyber aus. Ist das ein futuristischer Zukunftstempel? Nehmen wir mal den ersten Durchgang. Oh Gott, ist das der Tempel auch so ein Labyrinth hier? Oh, es sieht ganz so aus. Ob ich mir eine Karte zeichnen soll? Oh, Tunnel. Aha, Fackel. Hier oben ist eine Fackel. Habe ich noch mein Feuerzeug? Benutze... Bla bla, Whisky, Fallschirm. Nee, anscheinend nicht. Schade. Benutze Fackel mit Tunnel. Nimm Fackel. Das kann ich nicht mitnehmen. Hey, habe ich wirklich das Feuerzeug nicht mehr? Tröte, Fernbedienung, kleiner Schlüssel, offene Werkzeugkassen, Dichtungsband, Goldfischglas, gelber Buntstift, Cashcard, Schraubenschlüssel, Seil, Taucheranzug, Drahtschere, Hut. Wisst ihr was? Den Hut ziehe ich mal an. Golfschläger, Haarnadel, Schild. Ah ja, stimmt. Nasenbrille ziehen wir auch an. Dann sind wir sicher, falls wir über Aliens stolpern. Sitzkissen, Sauerstofftank, Kristallscherbe, blauer Kristall, Whisky, Fahnenmast, Fallschirm, Schriftrolle. Oh, was ist denn das da? Nix. Fackel, aber ich sehe hier einen Durchgang. Ich gehe da einfach mal hin. Oh, na super. Soll ich mich jetzt wirklich im Dunkeln hier durchtasten? Ah, bin schon an meine Grenzen gestoßen. Hier ist nichts mehr. Ah doch, hier ist ein Durchgang. Na dann, rein mit uns. Oh Gott, ich verlaufe mich hier ganz schön, glaube ich. Hier sind zwar die ganze Zeit Durchgänge, aber es kann gut sein, dass ich einfach voll im Kreis laufe. Ah, ich habe kein Feuerzeug, weil das Melissa hat. Annie hat das. Stimmt's? Annie hat das Feuerzeug. Ah, damn it. Annie ist aber nicht super reich. Na, 4000 ist jetzt aber auch nicht arm. Da könnte man ein bisschen fliegen. Soll ich vielleicht... Wie viel kostet denn von hier ein Flug? Ach, von hier komme ich überhaupt nicht. Direkt. Wisst ihr was? Ich schreibe mir kurz in meine Notiz, die ich hier gemacht habe. Wartet mal kurz. Wechsel nochmal zu Zack. Finde das schon gut. Ich habe die Lösung wirklich nur so weit benutzt, dass ich jetzt im Grunde nicht mehr so leicht hängen bleiben kann. Und ab jetzt wird einfach mal rumexperimentiert, bis wir hängen bleiben. Das finde ich ganz gut. Also, wo sind wir hier? In Mexiko, genau. Mexiko, Feuerzeug, Tempel. Schreibe ich mir mal als Notiz hier auf, damit ich es nicht vergesse. Damit hier noch was zu tun ist. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir mit ihm irgendwie wieder hier rauskommen. Theoretisch muss ich eigentlich immer nur in die Richtung gehen, oder? Vielleicht hätte ich nur einen Durchgang weitergehen müssen und wir hätten es geschafft gehabt, wer weiß. Aber ich glaube, es wäre schon besser, mit Feuerzeug hier nochmal reinzukommen. Vielleicht gibt es hier sogar Loot, den ich ohne Feuerzeug gar nicht mitnehmen kann oder so. Gott, ich hoffe, wir finden hier wieder raus.
So lange haben wir uns auch wieder nicht durchs Dunkel getastet, oder? Oh nein. Sind wir jetzt hier gefangen? Weil dann müsste Melissa jetzt sowieso kommen zur Rettung. Dann hilft's eh nix. Ich hoffe, ich kann Melissa irgendwie Geld geben dann, weil das könnte teuer werden, dass sie jetzt extra hierher fliegt. Oh Gott, wir kommen hier nicht mehr raus. Ah, da kann man auch irgendwie... Oh Gott. Jetzt haben wir den Salat. Durchgang. Nee. Tunnel. Fackel. Durchgang. Oh Gott. Und wenn ich jetzt nie wieder rauskomme, was dann? Ich hätte hier nicht reingehen sollen. Wartet mal ganz kurz. Wo haben wir denn das letzte Autosave? Irgendwo hier drin im Dunkeln. Wo, weiß ich nicht. Ah, Mist. Da sind wir schon tief im Dschungel. Im Tunnel. Ach du Scheiße. Ja, wisst ihr was, dann muss Melissa jetzt hierher kommen. Annie, meine ich. Das hilft jetzt nichts. Und dann hoffen wir, dass wir deswegen nicht Game Over gehen. Ich drück mal F5 und speicher mal und mache einen neuen Spielstand, den nämlich... Oh, Geldmangel, Fragezeichen. Geldmangel, jojo, okay. Nur damit ich weiß, falls ihr tatsächlich das Geld ausgehen sollte irgendwann und keine Möglichkeit besteht, dass sie wieder reich wird, müssen wir eventuell einfach von hier aus nochmal anfangen oder sowas. Aber jetzt benutzen wir mal den Terminal und fliegen nach London vielleicht. Von London aus kann man an viele Orte fliegen. Boah, wenn das nicht so teuer wäre, 1500, ey. Oh, das ist keine gute Idee, was wir hier machen, Leute. Das ist keine gute Idee. Mexiko, na immerhin. 700. Hey, ich hoffe, wir kommen überhaupt wieder aus Mexiko raus mit ihr. Das ist echt irgendwie nicht gut. Lease Cash Card. 2000, naja. Hoffentlich muss Annie nicht mehr so viel rumfliegen nach dem Flug jetzt. Eieiei. Das war alles keine gute Idee. Ich hoffe, wir finden Zack jetzt überhaupt. Ich hoffe, wir finden überhaupt irgendwas. Aber ich denke, wir machen jetzt für heute mal Schluss an der Stelle. Und morgen versuchen wir mal mit Annie Zack zu befreien. Aus seinem dunklen Labyrinth, in das wir ihn da versehentlich gestopft haben. Das war nicht so klug von mir. Zur Not muss ich beim Vogel nochmal laden. Haben wir jetzt auch nicht so viel gemacht seitdem. Ist wahrscheinlich sogar die klügere Alternative, oder? Vermutlich. Ich bin mir nicht sicher. So, jetzt machen wir Schluss. Bis zum nächsten Mal. Ich darf Sie, wie immer, zur Tür bitten. Macht's gut. Ciao.